Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Herzlich willkommen zu Oberösterreich kocht aus dem Eilmannsberger Küchenstudio in Rohrbach. Es kocht heute für Sie Dominik Süß. Die haben ein eigenes Restaurant, das Restaurant Süß in Oberkappel, sagt ihr daheim, gell? Genau, Oberkappel im schönen Mühlviertel. Was machen wir heute? Heute eröffnen wir die Grillsaison. Ganz genau. Sommer geht los und wir haben heute mitgebracht ein Ribeye Steak. Ist mein persönliches Favorit bei den Steaks. Yeah. Eigentlich sagt man in Österreich Rostbraten dazu. Mhm. Ribeye ist halt einfach der Steakname sozusagen. Mhm. Warum Ribeye? Das ist das Fettauge, was ihr da seht. Mhm. Und das macht es besonders saftig. Fett ist immer Geschmacksträger, sehr saftig. Und auch die schönen Marmorierungen sind ganz, ganz wichtig für den Geschmack. Man, mir rennt das Wasser jetzt schon mal zusammen. Zusätzlich gibt es Wedges, um die nehme ich mir an. Wir schneiden das jetzt einmal in Spalten und dann marinieren wir das. Perfekt, so machen wir es. Das war der Gong zum Start. Dann kümmere ich mich um das Fleisch. Du machst das Fleisch. Mit Salz einfach einsalzen ordentlich, rundherum. Pfeffer geben wir weißt du, noch drauf, weil der wird sonst verbrennen am Grill. Genau. Dann schauen wir mal, was die Platten da kann. Und wenn man es zu Hause in der Pfanne macht, hast du irgendwelche Empfehlungen für die Pfanne? Das sagt sie geil, oder? Super. Super gut. Für daheim, ich würde immer beschichtete Pfanne nehmen, yeah, weil es einfach nicht anklebt. Und ganz wichtig, die Pfanne muss richtig heiß sein. Also zuerst die Pfanne ganz heiß machen, mhm, das haben wir schon erledigt am Grill. Dann kommt das Öl rein, mhm, dann, wenn das Öl heiß ist, dann kommt das Fleisch drauf. Genau. So, wir haben die Kartoffeln einmal vorab schon abgespült und jetzt steht bei dir im Rezept drinnen, man soll das aber zusätzlich nur mal mit kaltem Wasser auswaschen. Genau, die Stärke da mal auswaschen. Also, mhm, ich würde einfach da auftragen mit kaltem Wasser und das können wir wirklich so 2-3 Minuten sogar durchrinnen lassen, dass du wirklich die Stärke auswascht, mhm, dass die Wedges einfach viel besser werden. Wird das dann knuspriger oder? Genau, das ist der typische Crunch, den wir kennen. Okay. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Und jetzt die Marinade. Soll ich das direkt da drinnen machen oder in einer Extraschüssel? Wie ist dir das? Kannst du direkt drinnen machen eigentlich, genau. Das heißt, gerne. Wir geben was hinzu. Genau, wir haben da einmal Olivenöl. Mhm. Dann habe ich da zum Beispiel jetzt so ein Barbecue-Grillgewürz. Mhm. Da ist drin Knoblauch, Zwiebel, mhm, verschiedene geräucherte Paprika und so weiter. Ein bisschen Majoran und so, was einfach ein cooles, rundes Aroma da macht. Mhm. Da geben wir einfach mal was rein. Also da hat jeder so sein eigenes Spezialgewürz. Du hast da jetzt noch Paprika, da haben wir den auch jetzt schon genau, dazu? Genau, Paprika da haben wir auch noch dazu. Wird das dann noch extra gesalzen oder ist das alles schon in dem Barbecue-Gewürz? Genau, Salz und Pfeffer geben wir noch dazu. Schön, ja. Und ganz frisch unseren Rosmarin. So, das tun wir da dazu. Gut, dann wird da ordentlich einmal umgerührt. Ja, jetzt rühren wir mal um, genau. Und dann kommt das auf ein Backblech drauf, oder? Genau, ich habe das schon vorbereitet. Mhm. Einmal das Backblech. Mit Backpapier. Schau her, ich habe da das schon gut durchgemischt. Salz haben wir drinnen, oder? Ist gesalzen, mhm, ist gepfeffert. Optimal. Genau. Na dann, gehen wir es an. Beim Steak, wenn Sie einkaufen, geht es wieder ja immer schauen, dass ich eher ein dickeres Fleisch nehme. Und nicht, es gibt meistens auch ganz viele dünne, die schon fertig aufgeschnitten sind. Sucht euch die dicken aus, beziehungsweise bei der frischen Decke gibt es ja ganz oft wirklich einen Rostbraten. Der steht erst mit Rostbraten beschriftet, aber ist eigentlich ein Ribeye, also ist ja das Gleiche. Mhm. Und ist oft wirklich dann auch in Bio-Qualität, was mir ganz wichtig ist. Ja. Günstiger oder zum gleichen Preis. Nur da steht halt Ribeye-Steak und ist natürlich. Kennen wir aus, ja, aber. Das ist ein kleiner Tipp. Vielleicht sparen Sie sich das Geld ganz und überhaupt, wenn Sie unseren Maximarkt-Gutschein im Wert von 50 Euro gewinnen, schreiben Sie uns eine Mail oder Postkarte, warum gerade Sie diesen Gutschein gerne hätten. Und vielleicht flattert er dann schon bald zu Ihnen nach Hause. So, das ist erledigt. Super, voll gut. Wir geben jetzt das in den Ofen, 180 Grad, mhm, und schießen es mal für 20 Minuten rein. Schießen kann ich nicht, aber ich kann es reinschieben. Ja, dann machen wir es so. So, ist das okay? Wunderbar. Super. So, gute Nacht. Und das Fleisch, wann genau kommt das dazu? Fleisch haben wir jetzt da, mhm, gebraten beidseitig. Mhm. Heben wir uns jetzt um, darf ich schnell? Bitte, entschuldige. Oder so umpatzen. So. So, jetzt darf ich da mal testen, wie das testen ungefähr mal von der Konsistenz ist. Mhm. Also schon noch weich, das heißt, da passiert jetzt sehr viel im Rohr. Genau, wir machen den Rest jetzt im Rohr fertig. Mhm.
Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist jetzt Pfeffer. Da darf er dazu? Da darf er jetzt dazu, genau. Nur im Grill, wenn wir direkt da über 200 Grad haben, dann verbrennen uns das und wir wollen aber nichts Verbranntes natürlich. Genau. Gut, das heißt, es wandert ins Rohr. Da hast du jetzt 140 eingestellt. Genau, ich habe jetzt 140. Ja. Und wir haben jetzt eine super Funktion natürlich bei dem schönen Ofen. Okay. Können wir da herdrucken. Und da versteckt sich der Temperaturfühler. Also das ist richtig lässig. Dann können wir wieder zumachen. Und dann stecken wir jetzt rein. Ja. Und dann können wir genau die perfekte Kerntemperatur damit abzielen. Und was ist die perfekte Kerntemperatur? Ich würde sagen, wir machen es Medium. Mhm. Dann tue ich jetzt mal 53 Grad, stelle jetzt mal ein. Dann beendet er den ganzen Garprozess, weil wir jetzt raus. Und wir schwenken es dann noch ein bisschen in Butter mit Rosmarin und aromatisieren das nur perfekt zum Finishen. Ich hoffe, Sie haben Hunger. Wir gehen jetzt in eine ganz kurze Pause, in der wir uns schon ein Bier aus dem Innviertel aufmachen. Das Fleisch und die Kartoffeln machen Sie quasi von selber. Genau. Viel Spaß. Passt. Kulinarisches Oberösterreich wird präsentiert von Genussland Oberösterreich. Schon beim ersten Bissen überrascht dieser Senf. Er erinnert an Kaviar, allerdings nur die Textur. Also der Original-Senf-Kaviar, den haben wir entwickelt. Senf kann man ja auch im Ganzen verarbeiten. Das ist ein sogenannter Fermentationsprozess, der natürlich durchläuft. Und wenn er die richtige Konsistenz hat, noch einen schönen Biss und seine vollen Aromen entfaltet hat, dann kann man abfüllen und haben 8 verschiedene Sorten. Rainer Baumgartner erhitzt den Senf nicht über 30 Grad. Er setzt das sogenannte Kaltmahlverfahren ein. So bleiben wertvolle Wirkstoffe der Gewürzpflanze erhalten. Hergestellt wird die gelbe Paste in Bad Gäusern, verfeinert mit Sardellen, Honig und Grillgewürz. Man sollte den Senf nicht zum Würsteltunken verkommen lassen, sondern ihn als Gewürzpaste sehen. Und da passt er. Wenn man das versucht, kann man den Senf eigentlich überall dazu essen. Ja, also zum Gemüse genauso, zum Fisch, zum Fleisch. Natürlich kann man auch Soßen verfeinern damit. Die Schausenferei Anna Max ist einer von 350 Genusslandproduzenten in Oberösterreich. Also wir sind beim Genussland dabei, weil eine große Organisation dahinter steht, die natürlich auch das transportiert, was wir an Qualität anbieten und das für uns, mit uns verbreiten. Kaum ein Gewürz besitzt so alte Wurzeln wie der Senf. Schon vor rund 3000 Jahren verfeinerten die Samenkörner der gelbblühenden Pflanze die Speisen im alten China. Heute gibt es hunderte Sorten. In Bad Gäusern sind es 25. Verkosten ist dort erlaubt. Die ganze Woche billig. Jetzt bei Maximark die besten Produkte eine ganze Woche billiger. 25% auf alle Biere. Zum Beispiel Zipfermärzen jetzt nur 12,90 Euro pro Kiste. Mama, Maximark ist echt stark. Elegant, exakt, einzigartig. So planen die Küchenspezialisten von Eilmannsberger ihre Küche. Modern, klassisch, im Landhausstil oder eine Designküche. Überzeugen Sie sich im 600 Quadratmeter großen Schauraum in Rohrbach. Eilmannsberger. Am Ende schreibt man Küche mit E. Zum Kochen da. Ewe Nanu. Die supermatte Küchenoberfläche mit Abperleffekt für unglaublich leichtes Reinigen. Bora. Kochen in Frischluft. Kochfelder mit integriertem Abzug machen aus Küchen echten Lebensraum. Leise und effektiv. Bora. Das Original. Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt.
damit herzlich willkommen zurück bei Oberösterreich kocht. Wir grüßen Sie aus dem Eilmannsberger Küchenstudio in Rohrbach. Dominik Süß macht heute Fleisch mit Wedges und damit eröffnen wir ganz offiziell die Grillsaison, oder? Ganz genau. Ein feines Ribeye Steak. Schau her, wie auf Knopfdruck, oder? Wir auf Knopfdruck, im wahrsten Sinne des Wortes. Fleisch ist fertig. Wir holen unser Fleisch. Danke vielmals, perfekt. Da. Mit unserem Kerntemperaturfühler haben wir das jetzt perfekt hinbekommen. So. Ich habe jetzt auf 53 Grad eingestellt. So, dann genau. Ich hole die Wedges raus und du kümmerst dich um das Fleisch. Darf ich mir da jawohl, das noch mehr von dir ausborgen? Schau, das brutzelt. Ja, herrlich. Boah. Wow. Ah, das haben wir aber perfekt erwischt, oder? Also Silvia, wirklich ein Traum. Genau, jetzt das Steak habe ich nochmal, heiße Pfanne. Da haben wir jetzt eine Butter herinnen, also einfach Butterwürfel oder gleich geschmolzene Butter nehmen. Das ist, ändert nichts. Und dann geben wir unser Steak nochmal, bringen wir es auf Temperatur. Ist jetzt auch gar kein Problem, nicht, wenn es da ein bisschen liegt zum Rasten. Und jetzt heizen wir es einfach nochmal auf und finishen wir es perfekt. Schmeißen wir jetzt einfach Zweigerleiner. Man kann auch jetzt eine schmeißen, frischen Knoblauch nur oder irgendwelche anderen. Ein Thymian zum Beispiel könnte man dazu schmeißen. Ist aromatisiert, das Ganze einfach nochmal. Also Arrosierpfanne, so nennt man das eigentlich bei uns in der Fachsprache. Ich hoffe, Sie haben schon Hunger. Wir haben übrigens alle Rezepte für Sie zusammengefasst bei uns auf der Homepage. Oder Sie besorgen sich eines unserer Oberösterreich kocht Kochbücher. Da sind über 70 Rezepte aus der Sendung mit drinnen. So, und das ist jetzt dieses Arrosieren. Genau, und du riechst das, glaube ich, schon. Perfekt. Also es riecht wirklich richtig gut. Können wir noch mal einstechen mit unserem Temperaturfühler. Auch kurz drin lassen, dass es sich von der Temperatur her erholen kann. Dann klettert das auf. Magst du mehr von denen oder reicht dir das auf dem Teller? Schaut schon gut aus, oder? Schon eine Schäne würde ich nur herlegen. Oh, eine Schäne, herrlich, super. Genau. Ah, schau, ein Bier haben wir nämlich auch noch. Was haben wir noch? Ein Bier. Ein Bier haben wir noch, ja. Das gehört zum Grün sowieso dazu. Und ich habe eigentlich vorgeschlagen, dass wir das Bier, was wir heute verkosten, aus der Flasche trinken. Und der Dominik ist fast ohnmächtig geworden, weil das ist ein Bier, was man auf gar keinen Fall aus der Flasche trinken kann. Was hast du da mitgenommen? Ja, genau. Wir trinken ein Weißbier, dunkles Weißbier. Und Weizen darf man eigentlich nie aus der Flasche trinken. Von unseren lieben Rieder. Bierregion Innviertel. Was muss man über das Bier wissen? Also ganz wichtig ist, Weizenbiere sind immer obergärige Biere. Unsere ganz anderen typischen Biere, also Märzen, Pils, Zwickel und so, sind untergärige Biere. Das ist der andere Hefestamm. Und wir werden es gleich merken an einem Geruch. Also wir haben da Bananentöne drin, weil es der dunkles Malz ist, vielleicht auch Schokolade, Kaffee und das in die Richtung. Ein ganz schöner Schaum. Und das Coolste an dem ist auch der Stupsel. Das ist absolut. Das Blub. Das machen wir jetzt gleich, warte, ich hole die Gläser. So, lassen wir das mal da noch. Jawohl! Das macht sich gut an. Genau so. So, los geht's. So. Ah ja, und da sieht man diese wunderschöne kastanienbraune Farbe. Ah, das hast du perfekt, haben wir das. Super. Ich glaube, dass es nicht so schlecht ausschaut. Großartig. Genau. Hervorragend. Da können wir uns jetzt das umlegen auf unser Teller. Und so, glaube ich, kann man den Sommer gut genießen. Draußen, in der Küche oder beim Grillen, was auch immer. Perfekt. Und Sie haben gesehen, wie einfach das auch in der Küche geht, im Rohr. Prost. Genau. Auf dich. Dann machen wir das Prost. Bier. Wirklich gut. Also da muss man schon sagen, da kann man sehr stolz sein, dass wir in Oberösterreich so ein tolles Bier haben. Aber jetzt, wir haben auch tolles Essen, tolle Köche. Einer davon, der Dominik Süß, den haben wir auch nächste Woche wieder zu Gast mit einem neuen Rezept. Und jetzt sage ich Mahlzeit. Danke. Heute fängst du an. Ich fange an, wirklich. Da haben wir jetzt das erste schöne Stück genommen. Unbedingt. Und ich tue die Kartoffel, die Wedges. Super. Knusprig. Richtig gut. Vielen, vielen Dank. Macht sehr Spaß mit dir. Kann ich nur zurückgeben. Hervorragend. Also Prost. Auf dich. Vielen Dank. Auf dich. Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt.